Das ist eine Actiongeschichte über die wahre Freundschaft. Es lebten einmal zwei kleine Punkte. Punkto. Hallo, ich bin Punkto. Und Punktino. Hi, ich bin Punktino. Sie waren allein, ganz allein. Oder haben Sie Freunde? Haben Sie Freunde? Nein, Sie haben keine Freunde. Punkto und Punktino machen sich auf den Weg, um einen wahren Freund zu finden. Da treffen sie unter einem Baum einen großen Buchstaben B. Hallo, wir sind Punkto und Punktino. Wer bist du? Ich bin Bert, das breite Bären. Dürfen wir dich was fragen? Kannst du uns bitte auf deinen Rücken fragen? Hey, es tut mir leid! Oh nein, das geht nicht. Überhaupt nicht. Der Weg ist sehr, sehr lang und schwer. Sie treffen verschiedene Buchstaben. So kommt ein großer Buchstabe. Hallo, wir sind Punkte und Dinge. Wer bist du? Ich bin der. Dann von mir dich was fragen. Kannst du uns bitte auf deinen Rücken tragen? Es tut mir leid, keine Zeit. Punkte und Punktino sind sehr traurig. Sie finden keinen Freund. Deswegen weinen sie Tag und Nacht. Aber plötzlich kommt zu ihnen noch ein Buchstabe und sie wollen ihm auf den Rücken springen. Hopp, hopp auf den Rücken. Oh nein, bitte nicht. Was sollen sie machen? Punkto und Punktino stehen allein auf dem Weg. Da kommt aus der Ferne ein Auto. Im Auto fährt noch ein Buchstabe. Die Reise ist noch nicht zu Ende. Ob Punkt und Punktine noch andere Freunde finden? Da muss man das Buch weiterlesen.